wenig Geld ausgeben und dafür eine nahezu gleichwertige Markenqualität bekommen. Oder doch eher, wer billig kauft, kauft zweimal. Fakt ist, der Markt ist voll von augenscheinlich günstigen Produkten von mehr oder weniger bekannten Herstellern. Wir wollen in diesem Video mal klären, was dahinter steckt und wie die Preise zustande kommen. Y-King ist zum Beispiel so eine Marke und vielleicht sollten wir erstmal klären, warum es ausgesprochen Y-King und nicht W-King heißt, was ja im Englischen eigentlich richtig wäre. Die Marke heißt ausgeschrieben Y-King und daher leitet sich das dann auch ganz einfach ab. Alles Roger? Dann machen wir weiter. Y-King bietet seine Produkte wie viele andere Hersteller aus China auch bei uns in Deutschland ausschließlich über Amazon an. Einen Firmensitz in Deutschland gibt es damit also gar nicht. Verschickt wird direkt von Amazon, da die Produkte bereits in Deutschland sind und Y-King den kompletten Service einfach von Amazon erledigen lässt. Und das funktioniert folgendermaßen. Die Produkte kommen in großen Mengen aus China und landen hier in Deutschland direkt in der Amazon-Logistik. Ab jetzt kümmert sich Amazon um den weiteren Ablauf und verteilt die Ware auf ihre verschiedenen Lager. Nun sind die Sachen bereit zum Versand durch Amazon. Das erkennt ihr übrigens immer an den Punkten Verkäufer und Versand unter dem Einkaufswagen bzw. dem Jetzt kaufen-Button. Sobald bei Versand Amazon steht, sendet Amazon direkt inklusive Prime und gewohnten Rückgaberecht von 30 Tagen unabhängig vom Verkäufer. Danach ist Amazon aber raus. Garantie oder ähnliches geht dann nur über den direkten Support des Verkäufers und der sitzt in den meisten Fällen im Ausland und im Falle von Y-King in China. Achtet da beim Kauf immer drauf, ansonsten kann es nämlich sein, dass man auch mal direkt bei einem Marketplace-Händler direkt aus China etwas bestellt. Der Versand dauert dann nicht nur sehr lange, man muss auch mit weiteren Kosten durch den Zoll rechnen und im schlimmsten Fall bei einer Retour auch den Rückversand zahlen. Okay, man hat sich nun also seinen Y-King-Lautsprecher bestellt und dank Prime-Versand ist das Ganze auch am nächsten Tag schon da. Wie immer liebevoll vor die Tür gestellt und abgehauen. Ich lieb's. Ich habe mir mal verschiedene Y-King-Lautsprecher bestellt. Zum einen, weil ihr mich dazu immer mal wieder was in den Kommis gefragt habt und zum anderen auch aus Neugier, weil das, was ich bisher von Y-King gehört habe, war durchweg okay. Der Fakt, dass etwas in China hergestellt wird, sollte dabei aber auch nicht generell als minderwertig angesehen werden, denn auch die großen Marken lassen in Fernost produzieren. Qualitativ gibt es aber zum Teil erhebliche Unterschiede, nicht nur im Vergleich zu Markenware, auch unter den China-Produkten. Nehmen wir dafür mal diesen Kollegen hier von Y-King als Beispiel. Das ist der T11 Party Speaker und aktuell der größte aus ihrem Sortiment. 100 Watt Leistung soll er haben und bis zu 110 Dezibel laut spielen. Preislich verlangt Y-King dafür 223 Euro, bietet aber sofort 40 Euro Rabatt an, also rund 180 Euro Endpreis. Klingt doch nach einem guten Deal, vor allem wenn man die Bilder anschaut, die einem vermitteln, das Teil ist von der Größe auf dem Level der JBL Partybox 110 und die Beleuchtung sieht auch recht ähnlich aus. Die Realität sieht dann aber anders aus. Die Maße sind absolut kein Vergleich zur Partybox, nicht mal im Ansatz. Genau das machen aber viele Händler und täuschen damit größere Maße vor, denn wer liest sich schon die genauen Maße in der Beschreibung durch? Tja, die Größe des T11 geht dann eher in Richtung JBL Boombox. Aber die ist ja auch deutlich teurer, also dennoch ein guter Deal. Augenscheinlich hat sich Y-King wie auch viele andere Hersteller in diesem Bereich an JBL orientiert und optische Elemente der Partybox-Reihe ins Design einfließen lassen. Die Unterschiede gehen dabei aber schon beim Kunststoff los, denn auch hier gibt es qualitativ mehrere Abstufungen. Y-King verwendet einen eher günstigen Kunststoff und dementsprechend fühlt sich das Ganze auch etwas billiger an. Definitiv geht es aber noch viel schlimmer, wie wir uns im Format Schrott Like This bereits angeschaut haben. Im Vergleich dazu ist Y-King mit ihrer Qualität schon deutlich besser. Fakt ist aber auch, man muss bei der Qualität Abstriche machen und das inkludiert auch die Lichtshow. Auf den Fotos kommt die deutlich hochwertiger rüber, als es dann live der Fall ist. Man darf also nicht zu viel erwarten und schon gar nicht das Level von JBL. Immerhin ist sie mit 110 Dezibel sehr laut und diesen Pegel erreicht sie auch ohne Probleme. Klanglich ist das für eine Party durchweg okay und auch der Bass wurde hier nicht vergessen wie bei manch anderen günstigeren Produkten. Y-King kann aber auch deutlich hochwertiger wie dieses Modell hier zeigt. Das ist der X10 und der orientiert sich sehr deutlich an der JBL Extreme 3. Die Qualität ist hier aber im Vergleich zum T11 von eben eine ganz andere Welt. Hochwertiger Kunststoff und ein schicker Mesh-Bezug, der so direkt von einem JBL Lautsprecher stammen könnte. 70 Watt sollen hier am Start sein und auch klanglich geht das voll in Ordnung. Preislich mit knapp 100 Euro damit deutlich günstiger. Wenn euch das Teil im direkten Vergleich zu JBL interessiert, schaut mal bei diesem Video oben rechts vorbei, da habe ich bereits alles im Detail erklärt.
Ja, und was haben wir nun daraus gelernt? Nicht alles, was günstig ist, muss auch automatisch schlecht sein. Man muss sich aber im Klaren sein, was man bestellt und auch bereit sein, Kompromisse einzugehen. Nach wie vor ist es dabei maximal schwierig, aus der Flut an China-Angeboten die echten Perlen rauszufinden. Der direkte Vertrieb aus China macht diese Preise dabei zu einem großen Teil erst möglich, denn auch mit Versand und Logistik in Deutschland bleibt da noch eine große Gewinnmarge übrig. Ich hoffe, euch hat das Video etwas weitergeholfen. Und wenn euch interessiert, wie die Viking-Lautsprecher klingen, dann bleibt jetzt noch dran und gebt euch den binauralen 3D-Soundcheck. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios! You on fire, shit might get released when you walk down the aisle. Exposing who you are beneath that fake ass smile. A couple songs about you when I told the truth through and through. Never name drop, you guilty if you assume it's you. From laying under covers to staying under your skin. I know exactly what it was, fuck what it is. They ain't thinking out loud, to think about how the vibe changed quicker than a million miles an hour. I felt bad for whatever I said, but whatever's dead, I hope I see you never again. From falling and hitting rock bottom with nothing there to cushion that. Last time you reached out, I ain't read the message. Leaving the karma to respond when you least expect it. Everything I said, I felt the need to mention. When facts seem offensive, it's hard to ease attention. I'm just thinking out loud to think about how the vibe changed quicker than a million miles an hour. I felt bad for whatever I said, but whatever's dead, I hope I see you never again. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Wenn ihr bis jetzt geguckt habt, dann haut doch mal eine 1 in den Chat. Ich meine, in die Kommentare. Haut rein.